Hi ho, willkommen zurück hier bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen den Turm versucht zu entdecken, also beziehungsweise zu untersuchen, ging aber nicht. Haben ein Mädchen getroffen, welches uns einen Hinweis auf diesen Park hier gab und haben dann versucht, in diesen Park zu kommen. Haben es nach vielen umständlichen Erfolgen dann doch geschafft und gehen jetzt mal rein. So, die Musik klingt schon sehr parkig. Und mal sehen, was Luke denn hier dazu zu sagen hat und auch der Professor. Ja, dieser Park ist ganz schön trostlos, finden Sie nicht? So verwahrlost und verlassen. Es ist, wie Sylvain sagte, offenbar ist seit sehr langer Zeit niemand mehr hier gewesen. Nun, dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Sehen wir uns das Riesenrad einmal genauer an. Ich bin fast sicher, dass wir dort etwas Interessantes finden werden. So, aber ich guck mal hier was anderes Interessantes. Ein paar Münzchen. Na, sowas. Was ist, Professor? Sehen Sie mal, dieses Plakat. Das Motiv scheint das gleiche wie auf unserem Fahrschein zu sein. Und es scheint schon ewig hier zu hängen. Die Buchstaben sind ja völlig ausgeblichen. Oh. Hey, ist das nicht... Ja, dachte ich's mir doch. Das in der Mitte des Motivs ist doch die kleine Flora, oder? Sie sieht genauso aus wie auf dem großen Porträt, das im Foyer der Villa Reinhold hängt. Offenbar hat der Baron Reinhold den Vergnügungspark nur gebaut, um damit seine Tochter zu erfreuen. Wie eigenartig. Wieso kamen die Dorfbewohner auch dann nicht, als der Park für alle geöffnet wurde? Nun, ich nehme an, Spekulationen bringen uns hier auch nicht weiter. Lass uns weitergehen. Recht haben Sie, Professor. Es ist wirklich sehr seltsam. Eine Karte des Parks, sie ist völlig vergilbt. Okay, gut, da haben wir ein paar Hinweismünzen. Ich würde sagen, ich gehe mal hier weiter geradeaus und schauen wir das mal hier an. Der Park ist richtig verwahrlost, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Wie schade. Bestimmt war es hier mal richtig schön. Es gibt ja sogar ein echtes Zirkuszelt hier. Allerdings, der Park ist ein echt trauriger Anblick, nicht wahr? Eigenartig, dies war offenbar ein Wanderzirkus. Wieso verkommt er bloß hier in St. Mystère? Das Riesenrad ist bestimmt auch in einem schlechten Zustand. Da wird uns der Fahrschein nichts nützen. Nun, wir haben auch Wichtigeres zu tun, als Riesenrad zu fahren. Irgendwo in diesem Park ist ein Hinweis auf den goldenen Apfel versteckt. Da bin ich mir sicher. So, hier sind noch ein paar Münzchen. Hier wurde offenbar mal etwas verkauft, aber jetzt nicht mehr. Oh, das sieht aus wie ein Zirkuszelt. Offenbar ist es leer. So, ich habe jetzt noch ein paar Hinweismünzen mal geschaut. Ne? Das lasse ich mir halt nicht nehmen. Wir brauchen ja diese Hinweismünzen noch. Ne? Wer weiß, wenn wir wieder auf ein schwieriges Rätsel stoßen. Muss ja nicht sein, ne? Das muss das Riesenrad sein, nachdem wir gesucht haben. Luke, wieso siehst du es dir nicht einmal aus der Nähe an? Vielleicht findest du ja etwas Auffälliges. Geht klar, Professor. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen, Luke? Nein, gar nichts. Vielleicht ist es im Riesenrad doch kein großes Geheimnis versteckt. Das wird sich noch zeigen. Lass uns noch etwas den Park erkunden, ja? So, Hier sind echt ziemlich viele... hier wurde auch mal was verkauft. Hinweismünzen, das ist sehr gut. Oh, das Riesenrad selber hat ein Rätsel in sich, okay. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas stimmt mit dem Riesenrad nicht. Ich frage mich, ob wir nicht im Park etwas Wichtiges übersehen haben könnten. Da fällt mir etwas ein, Luke. Kennst du schon das Rätsel mit dem Riesenrad? So, das Riesenrad. An einem Riesenrad hängen 10 Zweiergondeln. Das Rad dreht sich so, dass pro Minute eine Gondel an der Aussichtsplattform vorbeifährt. Das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten in Betrieb. Wie viele Personen konnten in dieser Zeit maximal Riesenrad gefahren sein? Also nochmal, an einem Riesenrad hängen 10 Zweiergondeln. 10 Zweiergondeln. Das heißt also, mal 2 Personen können pro Gondel da rein, ne? Oder wie? Wie viele Personen können pro Gondel denn drin sitzen? Ich gehe davon aus, 2. 2 Personen können in einem Dings drin sitzen. Das heißt also, da es 10 Zweiergondeln sind, ne, 10 Zweiergondeln. Also 20 Personen, würde ich jetzt mal sagen, dass 20 Personen komplett das betreten können, so. Das Rad dreht sich so, dass pro Minute eine Gondel an der Aussichtsplattform vorbeifährt. Also pro Minute. Also pro Minute ist die Gondel auch unten. Das Riesenrad, also Aussichtsplattform, ist ja immer ganz oben und ganz unten, die sind ja identisch, sage ich mal, von der Position her, bloß das deine oben, deine unten ist. Das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten in Betrieb. Wie viele Personen können maximal, also können in dieser Zeit maximal Riesenrad gefahren sein? So. Das heißt, also wir haben 10 Gondeln. So, das heißt also 1. Also das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten Betrieb. 10 Zweiergondeln. Das Rad dreht sich so, dass pro Minute eine Gondel an der Aussichtsplattform vorbeifährt. Das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten in Betrieb. Hä, warum steht das? Warum steht da 10 Uhr vormittags? Was interessiert denn das? Das ist schon wieder so Rätselinfos, die mich gerade ein bisschen immer verwirren, aber egal. Okay, das heißt also 10 Minuten müssen erstmal vergehen, damit alle Gondeln gefüllt sind. Ne, das heißt also 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wiederholt sich das ja. So 10. Das heißt also, da haben wir 20 Personen drin. Dann leeren sich die Gondeln wieder nach 10 Minuten. Komplett. Das heißt also, wir haben 40 Personen. So, und dann haben wir nochmal 10 Minuten. 40. 60, das ist echt 60 Personen? Bin mir gerade nicht sicher. Da, gucken wir mal, wie schade. Eine Gondel kommt 30 Minuten lang jede Minute einmal an der Ausstiegsplattform vorbei. Eine Gondel... In eine Gondel passen immer 2 Leute, das habe ich ja. Es klingt einfach, aber man übersieht sehr leicht einen maßgeblichen Umstand. Okay, nochmal. So. An einem Riesenrad hängen 10 Zweiergondeln. Das Rad dreht sich so, dass pro Minute eine Gondel an der Ausstiegsplattform vorbeifährt. So, das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten in Betrieb. Wie viele Personen können in dieser Zeit maximal Riesenrad gefahren sein? So. Das heißt also, man muss wirklich hier... Kann ich hier zeichnen vielleicht? Ja, kann ich. Das heißt, wenn das Riesenrad nach da, dann müssen hier erstmal Personen rein. Hier. So. Ja. Ist ja dann pro Gondel, weil ja 10 Gondeln sind, 1 Minute. Das heißt also, mal nach 1 Minute kommen die da an. Ne? Das Rad dreht sich so, dass pro Minute 1 Gondel an der Aussichtsplattform vorbeifährt. Das heißt also, auch pro Minute ist die da unten am Eingang. Fährt also ziemlich langsam. Oder wie? Also wenn ich mache 0, weil das eine Testfahrt war, weil es ging nur für 30 Minuten in Betrieb. Well, here's my guess. Nee, eigentlich nicht. I'm so embarrassed. Mich verwirrt hat immer noch der Anfang des Rätsels. Warum da steht 10 Uhr vormittags, so, hä? Ja, das Riesenrad ging um 10 Uhr vormittags für 30 Minuten in Betrieb. Wie viele Personen können in dieser Zeit maximal Riesenrad gefahren sein? So, 1 Gondel. Ach, Ausstiegsplattform. Ja, es ist ja der Ausstieg. Das hier unten ist die Ausstiegsplattform. So. Das heißt also, pro Minute fährt 1 Gondel daran vorbei. So, wie gesagt, um die zu füllen, müssen erstmal 10 Minuten vergehen, ne? Weil wir müssen ja alle 10 Gondeln füllen. So, das heißt, wir haben da 20 Personen. So, dann steigen die aber wieder aus. Und neue können ja rein. So, das heißt also, da steigen 2 aus nach einer Zeit und 2 neue steigen ein. Das heißt also, nach einer Runde haben wir 20, dann nach der zweiten Runde haben wir 40. Und dann nochmal 10 Minuten, dann müssen aber alle raus. Es dürfen ja keine mehr drin sein. Ist auch nicht richtig. Dann weiß ich es nicht. Ja, ich habe alle Umstände bedacht. So, auf den ersten Blick sieht die Aufgabe nach einer einfachen Addition aus, aber hier gibt es einen Fallstrick, den man leicht übersieht. Denkt mal darüber nach, wie Riesenräder funktionieren. Wenn 2 Leute in die erste Gondel steigen, wie lange dauert es, bis sie wieder aussteigen? 10 Minuten. Habe ich gesagt. So. Hinweis Nummer 2. Wenn das Riesenrad pünktlich um 10:30 Uhr anhalten muss, wird der Betreiber niemanden auf das Riesenrad lassen, der nicht bis 10:30 Uhr wieder aussteigen kann. Was heißt das also, was ich auch schon gesagt habe, wenn die Passagierpärchen um 10:30 Uhr seine Gondel verlässt, dann sind alle anderen Gondeln bereits leer. Das ist korrekt. Die Passagiere, die um 10 Uhr in die erste Gondel gestiegen sind, steigen 10 Minuten später wieder aus. Da die Fahrt 10 Minuten dauert, ist vor 10:10 Uhr noch niemand ausgestiegen. Von 10:10 Uhr bis zum Schluss, 10:30 Uhr, steigen im Minutentakt je 2 Leute aus. Aus einer Gondel. Ja, berechne die Anzahl der aussteigenden Passagiere. Das ist die richtige Antwort. Sieh dich aber vor, es ist leicht, einen Fehler zu machen. Also überlegen wir nochmal. Die Passagiere von 10:10 Uhr bis zum Schluss steigen im Minutentakt je 2 Leute aus einer Gondel. Aber da können Leute auch wieder reinsteigen, oder nicht? Ja, die Hinweise haben es jetzt vollgebracht, ne? Ist immer voll gut, wenn man dann so Hinweismünzen einsetzt. Also gehen wir das Ganze nochmal durch, ne? Steigen Leute ein. Hier Minute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sind 10 Minuten vergangen. Dann haben wir 20 Leute drin, ne? Das heißt also 20 Leute. So, dann steigen die ersten aus. So, wenn man jetzt aber 10 Minuten bedenkt, Ne, wieder so die 10-Minuten-Regel da. Ich lösche mal hier ganz kurz. So, haben wir schon mal 20 Leute drin. Wenn man jetzt die 10-Minuten-Regel bedenkt, wären wir aber erst bei 20 Minuten insgesamt. Dann, wenn man jetzt schon nochmal zählt, so dass die Leute aussteigen. Das heißt, 2 steigen hier aus und wieder ein. Das heißt, hier wieder 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Das heißt, nochmal 20 Leute. Wie gesagt, 40, ne, die außen eingestiegen sind. Bei der Ausstiegsplattform, ne? Können ja nur, ne, sag ich mal, immer 2 Leute rein und so. Also 2 steigen aus, 2 steigen ein. Und dann haben wir jetzt noch die Zeit. Jetzt sind 20 Minuten insgesamt vergangen. Jetzt haben wir immer noch 10 Minuten. Das heißt, die Leute, die jetzt noch drin sitzen, werden jetzt noch aussteigen. Das heißt also, jetzt wieder Lösche hier. Wir haben zweimal 20 Leute gehabt. Und jetzt fährt die nochmal 10 Minuten rum. Zack, zack, zack. Das heißt, alle sind ausgestiegen. Also wäre 40 die richtige Antwort gewesen. Deswegen weiß ich nicht, warum das falsch war. Für mich ist 40 eigentlich nur logisch. I'm so embarrassed. Eine Gondel kommt 30 Minuten lang jede Minute einmal an der Plattform vorbei. In eine Gondel passen 2 Leute. Hm. Also für mich war 40 die richtige Lösung eigentlich, aber das hat ja nicht funktioniert, ne? Ne, da hat er auch gleich wieder seinen komischen Kopf gehalten und denkt sich so, nee. Okay, dann nochmal ein bisschen anders überlegen, so, wie ist das Rätsel gemeint? Also, ich weiß, wie es gemeint ist, aber ich glaube, ich habe einen Denkfehler drin. Ich glaube, ich habe hier so einen richtig groben Denkfehler drin. Lass mich nochmal überlegen. Ich bin jetzt ganz kurz leise, ne, weil ich noch kurz überlege. Man kann ja nach den ersten 10 Minuten davon ausgehen, dass Leute einsteigen, aber auch gleich wieder aussteigen. Einsteigen und aussteigen. Moment mal, warte mal kurz. Ich will mal kurz was ausprobieren. Moment. Wir haben hier 2. Überall steigen 2 Leute ein. So, da hat sich das Ding einmal gedreht, 10 Minuten vergangen, das heißt, wir haben hier jetzt 20. So, dann wechseln die, dann waren hier 4 insgesamt drin. So, 4 Leute waren jetzt da insgesamt drin, das heißt, wir sind dann hier bei 40 insgesamt. Und dann müssen alle langsam wieder aussteigen, aber hier können noch welche rein, weil die drehen sich ja eh nochmal. Also hier waren hier 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 und die kommt ja eh wieder unten an, die Gondel. Das heißt also, es sind 42 dann insgesamt. Das ist aber das Letzte, was ich jetzt noch vermuten würde. Ansonsten habe ich keine Ahnung mehr. Ja, okay, gut. Na gut, sehe ich auch ein. Es ist richtig. Stimmt, genau. In den ersten 9 Minuten sind die Gondeln, die an der Ausstiegsplattform vorbeikommen, noch leer. In den letzten 10 Minuten wiederum darf natürlich niemand mehr einsteigen. In der Zeit von 10:10 Uhr, wenn das Riesenrad voll ausgelastet ist, bis 10:30 Uhr, wenn der letzte Passagier das Riesenrad verlässt, werden 21 Gondeln mit Passagieren besetzt sein. Na gut, dann habe ich es doch irgendwie wieder einen Denkfehler gehabt, aber okay. Sehr gut gemacht, mein Junge. Wir sollten uns nochmal alles genau ansehen. Vielleicht stoßen wir ja auf etwas, das uns weiterbringt. Noch ein Gemäldestück, das setze ich jetzt noch schnell ein. Bevor ich die Folge jetzt gleich beende, weil wir haben schon wieder das Zeitlimit erreicht. Und wir haben wieder eine Ecke des Bildes bekommen. So. Oder ein Rand des Bildes, besser gesagt, keine Ecke. Okay, gut, dann würde ich meinen, das war's dann erstmal mit Professor Layton für dieses Mal. Beim nächsten Mal erkunden wir dann weiter den Park und hoffen wir mal, ja, dass mal nicht so viel, oder so lange Rätsel sind, ne, es tut mir echt leid. Weil so leicht ist das manchmal gar nicht, ne, man kommt meist nicht auf die leichtesten Sachen, weil man zu kompliziert denkt und so, und ich gebe mir aber Mühe, ne. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.